Martin Reimer, der Himmelhaut hat schon ein paar Abschiedstränen geweint. Jetzt scheint wieder die Sonne. Wie sieht es denn Ihnen aus? Regen oder Sonne? Ja, lachendes, weinendes Auge. Natürlich überwiegt die Freude, dass man so eine Veranstaltung mitnehmen darf als ein Abschiedsrennen. Und einen herzlichen Dank auch an die Veranstalter, die mir so eine Lobby bieten. Und ja, der Himmel hat ein Stück weit geweint, aber jetzt kommt die Sonne raus und ich denke, das wird noch ein schöner Abschied. Beschreiben Sie mal dieses Wochenende. Sie wollten mit der Familie, mit den Freunden, mit den gemeinsamen Kollegen Abschied feiern. Wie sieht das in Ihnen aus dann? Wie fühlt man sich dabei, wenn man allen Tschüss sagt? Ja, na, schon ein komisches Gefühl, aber ist halt einfach schön, dass alle da sind. Meine Familie sitzt oben, meine Mom, meine Freundin und alle fiebern heute dem Abschied hin entgegen. Wir haben 20 Jahre Hoch und Tiefs mitgemacht und jetzt beenden wir das noch auf dem Hof und dann ist alles gut. Sie haben auf der Bank vor dem Cottbuser Nächten noch einen schönen Sturz hingelegt. Die ganze rechte Seite war offen. Wie fühlt sich das an, jetzt gerade auf dieser Betonbahn dann noch Abschied zu geben? Ja, natürlich waren die ersten Rennen schon ein bisschen kribbelig im Bauch und im Herz. Man hat schon daran noch zurückgedacht, aber mit so einem erfahrenen Partner wie Christian Grassmann kriegt man schnell die Angst genommen. Nach diesem Wochenende wollen Sie das Fahrrad an die Wand stellen. Was machen Sie danach? Ich werde mich selbstständig machen. Verraten Sie ein bisschen mehr? Nein. Wer das wissen möchte, kann mich gerne persönlich fragen. Und wer hier jetzt Ihren Applaus genießen wird, und auch nochmal Martin Wagner mit den Händen, und bitte den Dankeschön von vielen, vielen, die Martin begleitet haben auf seiner Karriere. Es gibt einen Präsidenten, natürlich mit den regionalen Fußball gewesen. Und wir haben natürlich auch noch mal eine Liste verhalten. Der Wechsel vom Rad in die Vermögensberaterin. Dazu alles, alles Gute und wir machen natürlich auch mit dem Verband Gelegenheit waren, sich von seinen Fans zu verabschieden. Machen wir mal. Ja, vielen Dank für das Rein. Ich bin der Bundesverband der Menschen, 96 Jahre alt, um alles zu hören. Wir sind schließlich der Kreis, dass ich vom Veranstalter da und von der Lausitzer Rundschau. Täglich lesen, informiert.